ich bin mir fast sicher, ich glaube, hier hinten ist der Sitz. Warum ist hier ein Speer? Fuck! Ich wollte mal kurz gucken, wie es aussieht, ich. Hab ich ihn gefickt? Der Hammer schlägt, wie unvorhergesehen. Oh mein Gott! Ich hab mir ein bisschen Zeit freigeschaufelt. Ah, yes. Fuck this game! I quit! Muss alles mit einem Mal klappen. Zack, zack. Ich hab mich nicht. Oh fuck! Brennt die Penner! Was? Da! Furios! Thank you, Doc Baldi. You're so fucking amazing. I love you. Give it that, thank you, give it that. Oh, klick, 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 scheiße, was? Kinners, was geht bei euch ab? Junge! Hallo meine Damen und Herren, willkommen im neuen Jahr 2022. Was habt ihr so gemacht? Aha, erzähl. Wir haben ja vor, keine Ahnung wie vielen Monaten oder Jahren, die 10.000 Abonnenten geknackt und ich hab's gar nicht addressed mit einem Video oder irgendwas ähnlichem. Das war damals ein Punkt, den ich erreichen wollte, das habe ich im letzten Video auch schon gesagt, ich weiß. Und der kam rein und dann war es für mich irgendwie egal, was passiert. Und um dieses Jahr direkt korrekt anzugehen, addressen wir mal die 10.000 Leute. 10.000 Abonnenten, yay. Yeah. Yeah. Ich hab dafür bezahlt. 10.000, wir haben es geschafft. War ja ziemlich easy peasy. Ihr habt jetzt eben von den letzten, ich glaube, 6 oder 7 Jahren ein paar Best-ofs gesehen, beziehungsweise alle Best-ofs, die überhaupt kamen oder Teile davon. Ich habe angefangen, ich glaube, bei 600 oder 700 Abonnenten, weil sich der Kanal dann gespalten hat. Also Sperling ist gegangen und ich habe den Kanal dann alleine geführt. Und dann habe ich eben diese Abonnenten-Special angefangen und eben das Wachstum dokumentiert. Das war jetzt eben also der Bubbler über die Zeit. Es kommt noch gleich noch was. Aber ja, jetzt noch ganz kurz ein paar Worte. Erstens, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich bin es auf jeden Fall. Meine Frau und meine Tochter haben um 10, glaube ich, schon im Bett gelegen oder um 9 und gepennt. Hab dann zwar um 0 Uhr meine Frau kurz geweckt und die kleine Knoddel ist dann auch irgendwann wach geworden von sich aus. Nicht von der Knallerei. Es war echt extrem ruhig, obwohl ich ein bisschen was gemacht habe draußen mit 3, 4 Raketen. Force of the habit, you know, I'm a habit. Und auch ein paar Böllerchen. Ich konnte es nicht sein lassen, zumal ich ja eh meinen Bestand halt dezimieren wollte. Aber ja, also es hat sich insgesamt unter 10 Anzündungen gehalten, weil ich mich doch so schlecht gefühlt habe. Ne? Ich meine, ich habe dafür immerhin jetzt aktuell kein Geld ausgegeben. Das sind alles uralte Kracher und Raketen und was weiß ich alles. Aber ja, habe halt Lärm gemacht. Blöd für die Tiere, blöd für die Umwelt auch mit dem Schmutz. Ich habe es das. Speziell mit diesem... speziell mit diesem Video möchte ich dann eben nochmal unterstreichen, dass ich gerne wieder zurück zum Alten möchte, zu dem Kram, der eben kam, also zumindest zu Dingen, die von diesem Kaliber waren. Natürlich bleibt unter anderem Counter-Strike, ich weiß, da haben sich jetzt viele Gedanken gemacht, bleibt bestehen. Counter-Strike wird auch weiterhin kommen, nur nicht mehr so in der Stärke, wie es zu den Hochzeiten war. Wir haben ja generell das letzte Jahr, oder ich habe das letzte Jahr schon nicht mehr so extrem geballert. Ne? Ich habe da, wenn es hochkam, 2, 3 Videos die Woche gemacht und das war nicht immer CSGO. Also ich bin da schon gut runtergefahren, aber ich denke, man hat gemerkt, dass es einfach nicht mehr so, es war einfach nicht mehr meins oder ist nicht mehr meins. So in dieser Form, wie ich es damals gemacht habe. Pressen, pressen, pressen. Neues Update. Fockadoodle. Ich muss einfach andere Dinge machen können und damit will ich nicht sagen, dass ihr mich zu irgendwas gezwungen habt. Ich habe mich selbst gezwungen. Ich muss einfach frei sein. Ich muss die Beine spreizen und fliegen. Ja, also so war mein Neujahr. Wir haben Raclette gegessen und dann eben ein bisschen geknallt, also ich. Und das war es. War aber trotzdem schön. Ich habe mich sonst immer in den letzten paar Jahren auch gut und gerne mal schlecht gefühlt an Silvester. Es war immer so ein komisches Feeling. Aber dieses Jahr war es nicht. Vielleicht, weil ich Vater geworden bin, kann sein. Vielleicht, weil ich mich auch einfach auf das Jahr jetzt freue. Ist auch möglich. Vielleicht ist mir einfach klar geworden, dass es nichts gibt, worüber man sich beschweren kann. Also wirklich, 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 wirklich beschweren kann. Außer, dass die Sonne jetzt weggeht. Du fucking Kork. Warten, Alter. Warten. Nee. Ja, also, dieses Jahr, zieltechnisch, habe ich ja schon gesagt, möchte ich, dass wir von den Kommentaren her wieder ein bisschen hochfahren. Und das zweite Ziel, und das ist eigentlich auch ein ziemlich einfaches, ist, dass ich diese 3 Kanäle, die ich habe, also ich habe ja einmal hier den Dummbabbler, dann Bubbler Plays, wo eben ausschließlich Gameplay-Kram kommt
Und Jan Hofstedt, wo mein Real-Life-Zeug kommt, also Mofa reparieren, irgendwelche Sachen kochen, testen, essen und 3D-Drucker-Geschichten und so weiter und so fort. Diese drei Kanäle möchte ich, das ist meine zweite Aufgabe oder mein Wunsch und auch mein Ziel für dieses Jahr, dass ich die Kanäle regelmäßig befülle. Also der Real-Life-Kanal, der wird, je nachdem, was für Projekte kommen, natürlich, ja, ist, also wenn irgendwas Großes ist, kannst du halt nicht jeden Tag ein Video hochladen, auch nicht jede Woche eins, klar. Aber ich möchte schon gucken, dass ich auf den Kanälen ein gewisses Minimum habe. Ne? Also hier auf dem Main-Kanal möchte ich 1 bis 2 Videos die Woche haben, auf dem Gameplay-Kanal 1 bis 2 Videos die Woche haben und auf dem Real-Life-Kanal also zumindest 2 Videos im Monat, vielleicht auch mehr. Da muss ich mal schauen, ne, wie ich das gebacken bekomme jetzt mit der Familie und mit dem Haus wird es auch immer krasser. Und ja, mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall so mein Ziel. Also ich möchte eben einmal A, gucken, dass wir wieder mehr ins Gespräch kommen oder einfach generell, dass wir uns schön unterhalten in den Kommentaren, dass einfach auf YouTube hier ab und an auch einfach mal wieder, so wie früher eben, richtige Diskussionen entstehen, beziehungsweise es müssen nicht zwingend Diskussionen sein, aber ja, dass ich euch zum Beispiel einfach eine Frage stelle, ihr darauf antwortet oder wie auch immer. So ganz einfache Sachen, ne? Das ist ein bisschen eingeschlafen, ich weiß. Ich habe ewig lang keine Frage mehr gestellt in Videos, ich habe ewig lang nicht mehr so richtig auf YouTube mit euch gearbeitet. Die meisten Interaktionen sind auf Twitch rumgegangen, die letzten 2, 3 Jahre, sage ich mal, weil es dann natürlich auch etwas einfacher ist. Ihr könnt halt direkt live irgendwas sagen oder fragen und ich kann live darauf reagieren. Aber auch auf YouTube fand ich das immer sehr schön und da will ich auch wieder hin. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr unterm letzten Video, in dem ich genau das angesagt habe, dass ihr da schon so richtig fett reinkommentiert habt. Bis heute Abend sollte ich auch alle Kommentare beantwortet haben. Vielen Dank, wie gesagt, dafür. Auch, dass die Neujahrswünsche reingingen und dass von euch dann Wünsche zurückkamen. Auf YouTube bin ich es gar nicht gewohnt, dass wenn ich was in diese Announcements reinschreibe, dass dann da viel zurückkommt von euch. Und da kam dann richtig, also da kamen schöne Wünsche und das hat mich einfach gefreut. Vielen Dank dafür. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ihr mit am Start seid, dass euch das weiterhin gefällt, was ich mache. Mir ist klar, dass sicherlich solche Hardcore-Fans, die nur Counter-Strike sehen wollen, dass die sich eben dann nur die Counter-Strike-Sachen angucken oder ganz gehen. Wobei wahrscheinlich die meisten Hardcore-Fans, diese hartgesottenen Only-Counter-Strike-Leute, über die letzten 2 Jahre eh gegangen sind, weil ich dann immer wieder mal was reingewürfelt habe, worauf ich eigentlich so richtig Bock hatte und nicht wieder ein Counter-Strike-Video. Und ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, jetzt, wenn ich auch so drüber nachdenke und ich weiß, ich habe diesen Druck nicht mehr von mir selbst, das machen zu müssen, dann habe ich auch schon wieder Bock, was zu machen, auch in Counter-Strike. Es war halt über die Jahre so, dass ich genau wusste, ich musste mich selbst immer wieder zwingen, zu liefern. Für mich selbst. Nicht für euch, weil ihr das verlangt oder sowas, sondern ich habe mir das selbst gesagt. Wegen dem Wachstum natürlich, auch wegen dem Geld und so weiter und so fort. Das musste halt einfach laufen. Und davon will ich in diesem Jahr auf jeden Fall wegkommen. Es soll oder kann natürlich trotzdem laufen, ja. Aber dieses Zahlengehasche und Abonnentengesteige, also ne, dass ich jetzt irgendein krasses Abonnentenziel habe, das ist nicht der Fall. Also ich will einfach auf diese 2 Punkte gehen. Kommentare insgesamt, egal auf welchem Kanal und dass ich auf allen 3 Kanälen wieder schön aktiv bin und da was mache. Ja, so viel von Altkanzler Babbler zur Neujahrsansprache und jetzt kommen mir noch so ein paar Highlights, die zumindest mir im Kopf geblieben sind. Let's go! Jella, 3 Leute, was macht ihr denn? Wollen Sie vielleicht ein bisschen... Wollen Sie Benzin? What the fuck? Ich möchte feststellen, dass Sammy einfach frech behauptet hat, dass ich mitgetrunken hätte, obwohl ich es ihr verboten habe. Stimmt nämlich nicht. Der war der Erste, der voll ist. Ich wollte gerade sagen, Gretel kam nämlich schon betrunken ins Teamspeak rein. Bam. Ich hab gestern schon wieder wie so ein 8-Armiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Ich geh mir einen Besen holen. Nee. Was? Nee, Digga. Was ich? Nee. Ja, nee. Das glaube ich. Ich wart gerade noch drauf. Nee, dieses Spiel, echt. Nee. Also, ich bin gerade gespannt, ob ich geprankt werde. Ich habe noch nicht geguckt. Was ist das für ein Prank? Ja. Oh. EZ. Gretel, es gibt eine Auszeit. 30 Sekunden für dich. Kockel. I found a ledge. Aua, es ist jemand. What's going on? And I say. Run. Oh, shit. Was? Ich hab nichts gemacht. Oh mein Gott. Sondo, da darfst du den nicht überholen. Du musst den vorlassen. Okay, hab ich gerade. Und du musst mich auch vorlassen. Oh nein. Ich hab grad nach hinten geguckt. Ich geb dir einen kleinen Lucius-Tipp. Ich kann dich genau jetzt sehen, Dark Souls. Immer noch. Wenn du ein bisschen nach rechts guckst, ein bisschen rechts, ein bisschen links. Nicht so schnell. Ein bisschen weiter nach oben. In der Nähe einer Palme. Ah, oh, das ist eine Waffe. Geh weg, Alter. What the fuck? Hallo, bin ich jetzt der Einzige, der es hat, oder was? Nani? Omae wa mou shinde iru.
107%. Kids, they're bundles of energy, but they need the right snacks to keep them going. That's why I give my kids die Dummbabbler. Und nochmal Spaß. Oh, Red Bull auch noch, Alter. Super. Also, viel Spaß. Nice. Hey, ma, hallo. Hi, Mann. Go, go, go. Mitte. Willkommen im Club der Daddys. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Daddy-Dasein. Und ich hoffe, auch dir gelingt so eine gute Erziehung wie mir. Handy und Getränk. Wie sie schon gewartet hat. Vielen Dank. Dankeschön, Leute.